Turfly wird seit dem Jahr 2005 als Schutz gegen Schneefall und Schneeverwehung an Eisenbahnweichen kommerziell vermarktet und vertrieben. Zumeist unter dem Warenzeichen Snow Protect. Insgesamt wurden mehr als 1500 Installationen vorgenommen. Der Schutz besteht aus Bürsten, die entlang der Schiene angebracht werden und vor allem die beweglichen Teile von Weichenzunge oder Weichenkreuzung abdecken. Der Schutz ist gleichermaßen für Sand und Schnee geeignet und schützt auch vor zum Beispiel Vereisung. Das Produkt enthält keine beweglichen Teile. We have had the opportunity to come into this historical ground of the development center for military aircrafts, and we are located in Bromma, close to Stockholm, and making use of the facility which is available still in Sweden. So this is the old low-speed wind tunnel LT1 of the Aeronautical Research Institute of Sweden. It's 3.6 meters in diameter and has a top speed of almost 90 meters per second, which we don't need in this case, but we are very fortunate that we can fit a full-scale model and also use the real hardware and at the correct speed. So we've done visualizations with different methods. Windkanalprüfung in historischer Anlage. Um die Wirkung dieses genialen Produkts wissenschaftlich nachzuweisen, wurde Turfly im Windkanal der Firma Starks untersucht. Diese interessante Anlage ist Teil eines Hightech-Zentrums im Zentrum von Stockholm und war bei der Entwicklung schwedischer Militärflugzeuge und Fahrzeuge von zentraler Bedeutung. Wir haben die Funktion der Bürsten nachgewiesen und ihre Wirkungsweise visualisiert und dabei umfangreiche Kenntnisse erworben, um das Produkt für neue Anwendungen weiterzuentwickeln. Die Prüfungen erfolgten bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten von 5 bis 20 Metern pro Sekunde und auch bei unterschiedlichen Windrichtungen. Dabei wurde nachgewiesen, dass die Bürsten hervorragend funktionieren. Die Bürsten erzeugen auf ihrer Rückseite, das heißt der windabgewandten Lee-Seite, einen Turbulenzbereich mit wesentlich geringerer Windgeschwindigkeit. Der Luftstrom wird bei gleichbleibender Strömungsgeschwindigkeit und gleichbleibender Laminarströmung deutlich nach oben verlagert. Das führt dazu, dass Schnee und Sand mit dem angehobenen und nicht abreißenden Luftstrom weitergetragen werden. Der Wind wird so weit nach oben verlagert, dass er praktisch die gesamte Spurweite überbrückt. Über dem gesamten Gleisbereich bildet sich eine Blase, die verhindert, dass sich unerwünschtes Material zwischen oder direkt vor den Schienen ablagert. Ein dünner Faden an einem sogenannten Zauberstab macht sichtbar, dass sich fast die gesamte durch die Bürsten erzeugte Blase in Lee befindet. Das heißt, sie besitzt eine viel geringere Windenergie, aber einen höheren Atmosphärendruck als die darüber befindliche Laminarströmung. Dieser Effekt hebt den Luftstrom an und lässt ihn über das Gleis hinwegströmen. Der Unterschied mit und ohne Bürsten ist enorm. Die Funktion bleibt auch bei relativ großen Lücken innerhalb der Installation erhalten. Lücken bis zu 250 bis 300 mm sind noch akzeptabel. Jedoch beeinträchtigen Lücken die mögliche Energieeinsparung. Die höchsten Energieeinsparungen können bei einer möglichst geschlossenen Installation ohne große Lücken oder Öffnungen erzielt werden. Die Energieeinsparung durch den Einsatz von Bürsten erwies sich als beträchtlich und erreichte bei Installationen mit hohem Windaufkommen bis zu 75%. Die Bürsten verringern den Winddruck auf die Schienen, wodurch die zugeführte Wärme an den Stellen verbleibt, wo sie benötigt wird. Bei Anwendungen ohne Energiesparpotenzial kann die anhebende Wirkung der Bürsten optimiert werden, indem die Installation ohne die nach unten weisenden Abdichtungsbürsten ausgeführt wird. Diese Möglichkeit besteht, wenn der Fokus vorwiegend auf Sand und Staub liegt.
Beispielsweise werden Installationen in der Wüste oft nur mit den nach oben weisenden Bürsten ausgeführt. Turpfly spart Energie und erleichtert die Wartung. Mit der Installation von Turpfly können Sie Ihren Wartungsaufwand verringern und Energie einsparen. So schützen Sie die Umwelt, senken Ihre Betriebskosten und erhöhen die Verfügbarkeit und die Sicherheit Ihrer Gleisanlagen.